Beide Trainer wollten heute gewinnen, aber einer stand im Mittelpunkt, Fatih Kaynak. Das erste Spiel nach der Ära Lerim Petrovci. An dieser Stelle wünschen wir ihm natürlich alles Gute für die Zukunft. Und Fatih Kaynak suchte vor dem Spiel das Gespräch mit den einzelnen Spielern. Heute ging es im Auswärtsspiel gegen den ersten FC Langen. Und hier sehen wir die Mannschaften bereits. Türkgücü Hanau wie gewohnt in den roten Trikots und Langen heute in weiß. Und da sehen wir auch die Mannschaftsaufstellung. Buhmann im Tor, Geizig, Westerkamp, Deuker, Werner, Kuleba, Kienig, Beckmann, Stoichev, Seibel und Werner bei Langen und beim Türkgücü. Top im Tor, Jakicevic, Zaletnik, Shima, Bain, Kaya, Sungun, Fröb, Müller, Korkmaz und Daniel Cimen. Hier die beiden Hauptverantwortlichen, links unser sportlicher Leiter Benjamin Kilic und rechts, wie gesagt, Fatih Kaynak, unser neuer Trainer. Und dann ging es auch schon los. Die Partie wurde dann angepfiffen. Die Langener, wie gesagt, in den weißen Trikots von links nach rechts und Türkgücü von rechts nach links in Rot. In den Anfangsminuten war es nicht so ganz spannend. Beide Mannschaften versuchten, keine Fehler zu machen. Und dann fing Langen an, vor allem hier der Zehner Florian Beckmann, sich Chancen herauszuspielen. Hier sehen wir ihn nochmal am Ball. Und ein toller Ballgewinn von Volkan Sungun. Und dann wird er direkt gefoult. Aber es war ein sehr, sehr faires Spiel. Beide Mannschaften waren auf Sicherheit aus. Deshalb gab es in den Anfangsminuten nicht so viele Höhepunkte. Jetzt nochmal Langen, ein langer Ball nach vorne. Daniel Cimen kann zunächst klären und da ist wieder Florian Beckmann. Dann Max Werner, nochmal Beckmann und Buraktov mit der ersten Parade. Und dann pfeift der Schiedsrichter auch noch abseits. Und die Langener kamen jetzt gefährlich. Hier Kerem Kaya spielt zurück auf Arian Zaletnik. Und da haben wir nochmal Glück gehabt. Und Langen presste jetzt. Und hier mit der 19 Moritz Werner mit der nächsten Chance. Dann eine Ecke für Langen. Burak Tok kann hier den Ball wegfausten. Und Volkan Sungun und Sascha Jakicevic können dann gemeinschaftlich hier klären. Dann versuchten wir auch, uns Chancen herauszuspielen. Hier Tim Müller spielt den Ball auf die linke Seite. Dort steht Sascha Jakicevic. Seine Hereingabe findet keinen Mitspieler, aber eine erneute Chance. Hier Tim Müller auf Volkan Sungun. Aber da wird er zurückgepfiffen. Jetzt aber eine Flanke von Daniel Cimen. Und wer steht da? Volkan Sungun mit dem 1:0 für Türkgücü Hanau in der 38. Minute. Was für eine tolle Flanke von Daniel Cimen. Gefühlvoll den Ball hereingespielt. Das wollen wir öfter sehen. Und hier steht Mr. Goalgetter Volkan Sungun und das macht er klasse gegen die Laufrichtung des Torhüters Faruk Duman, chancenlos in dieser Situation. Und da haben wir ihn groß im Bild, Volkan Sungun mit Saisontreffer Nummer 11. Und wir wollten natürlich sofort nachlegen, hier Alessandro Fröb bringt den Ball auf die rechte Seite, dort steht Erwin Schima und seine Flanke erreicht Tim Müller. Das wäre es gewesen. Unser Kapitän mit der nächsten Chance. Aber auch Langen erspielte sich jetzt Chancen. Hier nochmal Florian Beckmann. Aber er vergibt.
Dann Kerem Kaya, ein langer Ball hier auf Serkan Bahin. Aber Faruk Duman, der Gästekeeper, kann hier den Ball wegschlagen. Und der Rasen war auch hier etwas holprig. Das sieht man an dieser Aktion. Und das war etwas fahrlässig von Burak Tok. Und dann war auch schon Schluss in Hälfte 1. Türkgücü Hanau führte dann 1:0 zur Halbzeit. Und dann fing es auch an. An dieser Stelle möchte ich mich auch für die Bildqualität entschuldigen. Es wurde dunkel in Langen. Und hier früh auf die linke Seite. Dort steht Sascha Jakicevic. Und er spielt zurück und Volkan Sungun in Gerd Müller-Manier, aber er scheitert an Faruk Duman. Das wäre es gewesen, Volkan Sungun heute ganz stark und aus dem Hinterhalt dann nochmal Serkan Bahin. Dann Alessandro Fröb spielt den Ball hier rein, Erwin Schima und Erwin Schima schießt, der Ball geht an den Pfosten, da steht Tim Müller, aber der Treffer zählt leider nicht. Und dann begannen die starken Minuten von Langen. Hier wird der Ball auf die linke Seite gespielt. Dominik Seibel bringt den Ball rein. Eigentlich ist die Chance schon geklärt. Aber irgendwie kann Koleva sich da durchsetzen. Dann bekommt er nochmal den Ball. Und Frank Koleva macht das 1:1 in der 53. Minute. Eigentlich hatten wir die Situation schon geklärt. Aber da können sich zwei Langener gegen fünf Türkgücü-Spieler durchsetzen und Frank Koleva macht das sehr, sehr gut. 1:1 nach 53 Minuten. Jetzt Volkan Sungun auf der linken Seite, da macht er das richtig toll. Ehrlich zurück auf Fröb und oh, Fröb scheitert. Das war eigentlich ein Elfmeter, aber Alessandro Fröb scheitert. Dann die Hereingabe, Erwin Schima mit der nächsten dicken Chance. Dann kam Angelo de Carvalho für Kerem Kaya in der 64. Minute. Kerem Kaya war ja schon angeschlagen. Und dann nochmal Koleva. Und genau, das ist Fußball. Deshalb lieben wir auch den Fußball. Und Burak Tok mit einem Fehler, den man so nicht von ihm kennt, aber kann passieren. Bekiray kam dann in der 72. Minute in die Partie. Tim Müller hier mit der Reingabe und da ist Bekiray am Ball und seine Ruhe möchte ich auch mal haben. Ganz lässig marschiert er da, spielt den Ball jetzt auf links zu Sascha Jakicevic. Jakicevic bringt den Ball rein und Volkan Sungun mit einer Direktabnahme 2:2. Was für ein toller, sehenswerter Treffer von Volkan Sungun. Bekiray macht das richtig toll, spielt den Ball auf Außen und da steht Sascha Jakicevic, wieder so eine tolle Flanke und Volkan Sungun mit dieser Direktabnahme mit links in die lange Ecke und Faruk Duman wieder chancenlos. 78. Minute 2:2. Und jetzt die Frage, ging da jetzt noch was? Hier hat Serkan Bahin den Ball. Er spielt auf die rechte Seite. Da ist Alessandro Fröb. Er spielt rein. Da steht Volkan Sungun. Und er macht das 3:2. Volkan Sungun, unser Goalgetter, heute mit einem Dreierpack. Was war das heute für eine Meisterleistung von ihm? 3 Tore, Volkan Sungun. 87. Minute, 3 Minuten vor Ende der Partie. Und dann bekam er auch noch 10 Applaus. In der letzten Minute wurde er ausgewechselt für Tejan Güneş. Und hier der letzte Freistoß im Spiel für Langen. Der Ball wird dann nochmal gefährlich. Der wird abgewehrt. Tim Müller kann den Ball wegschießen. Fatih Kaynak gewinnt sein erstes Spiel als Trainer von Türkgücü Hanau. Habt ihr super gemacht, Jungs. 3:2. Und hier, er hatte gut lachen. Mein einziger Supporter in diesem Verein. Zombie Apocalypse.